Ja, hallo Great Eastern Cutlery Freunde und herzlich willkommen zum vierten und letzten Video der Toenail Clipper Serie. Und als Abschluss haben wir hier nochmal einen richtig schönen Leckerbissen, nämlich diese Modelle mit Kokobolo Holz. Wieder Northfield gelabelt. Und an diesen beiden Modellen, die ich hier rausgesucht habe, sieht man schon mal, ja, Holz ist halt ein Naturprodukt und kann stark variieren. Ne? Je nach Stück gibt es halt mal ein Kokobolo mit heller und dunkler Maserung, was ich auch sehr schön finde. So sieht man es wirklich ganz gut. Und es gibt natürlich auch dann Holzstücke in Kokobolo, die hier eigentlich nur so dunkelbraun sind und mit leichten Bereichen, die etwas heller sind. Aber so ist es halt mit Naturmaterial, Holz. Da ist jedes Stück und manchmal sogar auch die Griffschalen unterschiedlich eingefärbt. Halt natürlich vom Holz. Aber finde ich persönlich sogar noch meine Favoriten. Mit den Holzgriffschalen wirkt es halt doch so richtig schön klassisch. Wobei ich sagen muss, dass wir hier beide gefallen. Das hier, das regelrecht gestreifte, ja, ist sogar richtig cool. Gerade diese beiden dunklen Bereiche, die hier nach vorne zusammenlaufen, finde ich eine ganz schöne Maserung. Da kommt sogar noch ein bisschen so ein Orange-Rot-Schimmer durch. Also da sieht man mal, wie abwechslungsreich Kokobolo sein kann. Hier oben mit dem großen dunklen Bereich, unten der helle. Ja, muss ich sagen, das ist ein sehr schönes Stück Holz, das sie hier auf diesen Griffschalen drauf haben. Natürlich hier wieder die große aus 1095er Carbonstahl hergestellte, hochglanzpolierte Sheepfoot-Klinge mit der Swatch hier oben drin. Spiegelt sich alles, hier seht ihr mich. Ja. Hallo. Hinterm Handy, genau. Da muss man so halten, da sieht man es besser. Ne? Northfield gelabelt. Keine Angst, das sind keine Flecken, das sind Ölrückstände. Die werden immer mal ein bisschen eingeölt, schon bei der Produktion, weil das ist halt Carbonstahl. Darum trage ich auch immer Handschuhe, dass man hier keinen Schweiß auf die Klinge kriegt, weil sowas kann dann schon mal ein bisschen Patina kriegen. Ne? Im Laufe der Zeit werdet ihr sehen, dass sich die Messer bei euch halt auch verändern. Ja, ihr habt mal vielleicht Obst damit geschnitten, Fruchtsäure in Carbonstahl, das reagiert wunderbar. Oder ihr habt mal an einem heißen Sommertag total verschwitzte Hände das Messer aufgemacht und nicht gleich wieder abgewischt. Ja, dann kriegt ihr halt irgendwann mal ein paar Patina-Flecken rein. Aber ich finde, das macht ihr dann gerade so ein Messer, wenn man es wirklich verwendet und nicht nur eingeölt in der Vitrine als Hammerstück hat, dann auch erst was zu einem Besonderen. Ne? Vor allem, wenn du dann zum Beispiel hier so ein Holz hast, das nochmal so gemasert ist. Also, ja, da schon mal ein Alleinstellungsmerkmal hat mit dieser Maserung. Und irgendwann kriegt die Klinge halt auch noch eine, nicht Maserung, sondern halt eine Patina. Und sieht dann in Kombination wahrscheinlich erst richtig gut aus und macht das dann auch erst zu eurem Taschenmesser. Also ich muss sagen, das ist mal richtig, richtig schöne Kombination. Gut, das war's schon wieder. Hier die Henkkartells, die gibt es übrigens auch im Shop. Ist richtig cool hier mit den Runen. Darum würde ich sagen, nicht zu lange warten. Davon gibt es leider immer nur viel zu wenige. Und die sind meistens immer sehr, sehr schnell vergriffen und anschließend teuer im Zweitmarkt nur noch zu bekommen. Darum sage ich hier an der Stelle schon mal danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder so eine GEC-Serie machen. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Hoffentlich bald mit euren neuen, coolen, hier in dem Fall Northfield 3621 22er in Kokobolo Wood. Ciao, Freunde, macht's gut, bye bye.